Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, irgendwie zieht es mich doch immer zurück zum Kupfersee. Wir haben kaltes Wetter. Ich hatte ja im letzten Video gestern, beziehungsweise ja, ist ja gestern gewesen, gefragt, wie ihr das macht. Und ja, eine Antwort war, also bei warmem Wetter, wo sind die Fische oder wie auch immer. Ein Kleinbauer hat mir geantwortet. Bei warmem Wetter in Tiefenlöchern und bei kalten am Rand. Ja, so wie ich es ja auch vermutet habe. Ich habe jetzt anders gedacht, muss ich sagen. Ich habe jetzt gedacht, okay, egal wo ich jetzt hier angel, wenn es kalt ist, dann, wenn es warm ist, dann bei Pop-Up-Montage zum Beispiel ganz kurze Vorfächer, 10 bis 15 cm. Und wenn es kalt ist, sind sie eben ja an der Oberfläche, dementsprechend längeres Pop-Up-Vorfach. Aber vielen Dank für die Antwort. Ich werde das mal auf jeden Fall testen. Ja, und wir stehen jetzt hier ziemlich randnah bei kaltem Wetter. Und ich zeige euch direkt, wo wir hier sind. Also hier starten wir. Ja, kennen wir ja das Spiel. Und dann direkt hier vorne. Ja, an diesem Schilf. Zwischen diesem Schilf. Auf 10 Meter. Und da vorne ist ja der anderes Spot gewesen am Eimer, direkt am Anfang, ja, hier bei 66,55 auf 10 Meterchen. Ja, und hier sind es ja so circa 1,3 Meter, wenn man die Färbung hier sieht. Hier ist er auch, ja, 1,3 Meter, also doch recht flach bei kaltem Wetter. Wir angeln mit einer klassischen Haarmontage. Ist nicht unbedingt jetzt so der Renner-Spot, ja, aber gute Fische und ich glaube, ich konnte meinen größten von dem Orangen bekommen. Wir gucken mal rein, das war noch, den vergessen wir mal. Also eine Stunde und vier Minuten von hier, kann sich durchaus sehen lassen. Viele Schleien, gerade der erste Dinkelsbühler Zeilenkarpfen reinkommen. Also hier um den Ogon einmal 10 Kilo und einmal 17 Kilo. Ja, und ein Kohaku war auch dabei. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Das muss ich mal eben hier reingucken. Ich glaube, der hat wieder abgelassen. Wie gesagt, ist nicht der Renner-Spot, aber wir gucken jetzt mal. Eine Stunde haben wir rum, gucken wir mal, was wir verdient haben. Ich bin gerne hier, gibt viel XP, ja, muss ich sagen. Und auch angenehm Geld für wenig Aufwand. Ja, Karamell-Pellets, also Pellet sinkender Boilie auf klassische Haarmontage. Karamell-Pellet 14, Karamell 14 Milchcreme wie gehabt. Und dann habe ich hier mein erstes, was ich mir damals immer hergestellt hatte. Dreimal Sahne. Karamell als Aroma, Maismehl als Basis und ein Boilie reingemahlen. Fertig aus, also auf einser Haken. Gucken mal eben, was haben wir jetzt verdient. So, machen wir mal weg. 1 Stunde, 5 Minuten, 613 Euro. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und klar, die zwei schwersten Ogon bringen, oder Ogon, bringen am meisten Geld auf jeden Fall. Oh, der auch 50 Silber, nicht schlecht. Eine Barbe, Leute. Wie komme ich an eine Barbe? Das ist die erste Barbe, die ich überhaupt dran bekommen habe. Sehr lustig. Ja. Jetzt gucken wir mal, was da so beißt. Wie gesagt, wenn nochmal warmes Wetter ist, werde ich das mal probieren im tieferen, beziehungsweise hier in den, vielleicht auch mal einfach hier rein oder halt hier oder hier unten. Jetzt könnte man ja so die Spots, die man kennt, abgrasen quasi am Rand, beziehungsweise hier sind wir ja nur auf 10 Meter Clip, da war ein 10 Meter Clip, da hinten auf der Brücke der erste Bananen Spot, wo das Gewässer released wurde, kann man auch mal probieren. War ja auch nur 10 Meter der Clip, ne? Also ziemlich randnah. Wobei, da muss man ja mal gucken. Nicht, wenn man hier bei dem Steg schon da reinkommt mit 10 Meter, könnte sein. Dann wären wir schon wahrscheinlich zu tief. Dann ist es zu kalt. Ja, ihr seht, beißt auf jeden Fall. Kann man endlich mal wieder hier angeln. War ja zum Verzweifeln gewesen, wo es warm war. Nix hat irgendwo gebissen. Großartig. Ja. Den Spot wollte ich euch mal zeigen. Habe ich noch nie geangelt hier. Habe ich im Discord gefunden. Im englischsprachigen Discord hat einer auch nach dem Spot gefragt. Da meinte so, ja, für mich und meinen Freund funktioniert diese Stelle ganz gut. Und die anderen haben dann auch gefangen. Ja, in diesem Sinne, bei I5, 66,55, 10 Meter Clip.
Und für die nicht-deutschsprachigen 10 Meters Clip, Boys and Girls. In diesem Sinne, Petri, Dank. Versucht auch mal noch ein paar Käus zu klatschen. Haut's da rein, macht's gut und tschüss.